Ja, hallo meine Lieben. Ja, diese Dame kennt ihr, das ist die Alexandra von Alexandra und Lars, ihren YouTube-Kanal. Und sie helfen mir ja immer bei Immobilienobjekten. Und jetzt hatten sie ein Video mal gemacht vor 8 Monaten, oh, von einem sehr schönen Objekt. Und ich hatte den Auftrag, es nochmal zu filmen, denn der Preis ist gesunken. In ihrem Video ist der Preis 339 Euro. Das ist nämlich ein sehr gutes Objekt. Es hat ein paar Spezialsachen, was den Preis gerechtfertigt. Wie hier, ihr seht es hier im Video, die Nähe zum Strand und die Wohnung befindet sich in Kestel in einem so wunderschönen Gebiet. Und das Gute ist, es ist nicht direkt vorne an der D400, sondern hinten am Gebäude und ist eine Duplex-Wohnung, hat offiziell 5 Zimmer, allerdings, es handelt sich um dieses Objekt hier, dieses Haus. Allerdings hat es eine Trennwand, die abgerissen wurde. Also eigentlich hat es mehr Zimmer. Ja. Wenn du es hochrechnest, hat es knapp 7 Zimmer, aber offiziell 5. Jetzt wissen wir nicht, ob man 7 Zimmer sagen soll oder 5 Zimmer. Naja, entscheidet selbst. Und die Alexandra und der Lars haben das so gut rübergebracht. Deswegen mache ich jetzt kein neues Video. Der Besitzer ist sowieso gerade in Deutschland und mit Schlüssel abholen und so weiter ist immer viel Theater. Deswegen lasse ich jetzt das Originalvideo von Ihnen laufen. Ich habe die Erlaubnis, das hier hochzuladen und dass ihr das schön alles anschauen könnt. Und falls es euch gefallen sollte, meldet euch. Der Preis ist jetzt bei 285.000 und wir müssen mit dem Besitzer reden, ob wir den Preis, wie viel wir noch runtergehen können. Und aber wie gesagt, es sind ein paar Punkte, die halt schon den Preis gerechtfertigen, wie die Superlage zum Beispiel, ja, nahe am Meer. Okay, so viel von mir. Jetzt lasse ich mal die Alexandra reden. Die soll euch alles gut erklären. Liebe Grüße, bei Fragen meldet euch einfach. Die Kontaktdaten habt ihr ja unten. Vielen Dank, liebe Grüße, bis zum nächsten Video und danke an Alexandra und Lars. Hallo, wir haben heute eine riesengroße Wohnung mit irre viel Stauraum für euch. Die zeigen wir euch jetzt mal und es sind 220 Quadratmeter aufgeteilt auf mehrere Zimmer. Wir sind uns noch ein bisschen uneinig, wie viele es sind, aber wir zeigen euch das jetzt alles mal. Wir fangen an. Ihr habt hier schon mal einen riesengroßen Raum vor eurer Wohnung. Genau, der wirklich auch zugemacht Ja, wird genau. Der mit ist, einer Tür. Das könnt ihr bedeutet, das gehört nur euch. nur euch könnt ihr abschließen. Da könnt ihr eure Schuhe hinstellen, da könnt ihr eure Fahrräder hinstellen, euer, weiß ich nicht, Bobbycar, sonst was, euren Einkaufskorb, was weiß ich. Also das ist ein riesengroßer Raum, ja, der schon euch gehört. Und dann habt ihr im Prinzip noch einen kleinen Abstellraum, wo ihr euer Wasser und Einkäufe nochmal sowas hier lagern könnt. Da sind jetzt eben die Klimaanlagen drin, aber das ist eben auch ein Raum, der nur für euch zugänglich ist. Da haben wir zum Beispiel unser Putzzeug drin. So, dann kommen wir jetzt in diese wunderschöne, wirklich auch sehr, sehr schön eingerichtete Wohnung. Sehr stilvoll und sehr qualitativ hochwertig. Ja, es wird auch alles mitverkauft. Genau. Also Alles, was ihr jetzt seht, ist mit drin. Ja? Also vom Spiegel über Tische, alles, was ihr seht. Ja? Genau, kommen wir erstmal rein. Üblich die türkischen Stahltüren hier, die wir hier haben. Dann haben wir hier gleich hier vorne einen Garderobenschrank, könnt ihr Schuhe reinmachen, Klamotten und so weiter. Und dann kommen wir hier gleich auch in die Küche. Eine sehr schöne große Küche mit einem Thekenbereich, was ich auch total toll finde, wo man einfach mal ja, sich auch nochmal hinsetzen kann oder der eine kocht und der andere guckt zu. Ja? Und wirklich eine schöne große Küche mit allem, was man braucht. Arçelik, Elektrogeräte, also eine Spülmaschine, Kühlgefrierkombination, Mikrowelle. Genau, und ein Backofen mit, oh, das ist auch sehr hochwertig hier, mit richtig schwerem, ne, mit diesen Aufsätzen hier für den Gaskocher. Viel Stauraum unten und oben, schön schräge Dunstabzugshaube. Die Kaffeemaschine ist, nehme ich an, auch mit drin. Ja, und was ich auch toll finde, ist, dass das hier so abgeschrägt ist, dass man nicht jedes Mal gegen die Kante rennt hier. Dann super schön hier, ne, mit diesem Esstisch, mit diesen Massivholzmöbeln, hochwertige Stühle auch ein total schönes, bequemes Sofa. Das sieht mir auch so aus, als ob das hier so eine Liegefunktion hat. Guck mal hier, ne? Dass man das so ausklappen kann, dass man Ja, dann so. setz dich mal drauf, dann kann ich mal filmen, Ja. wie das Wohnzimmer von der Seite aussieht. Also es ist auch ein Riesenwohnzimmer Ja. mit Küche.
Also auch ein Riesensofa, da kannst du mit vielen Leuten sitzen. Und ich glaube, das ist wirklich so, dass man das dann so vorziehen kann und dann kann man hier irgendwie so halb liegen. Total ja. geil. Auch hier ein ganz toller Tisch. Ja. Wie ist das Sofa bequem? Es sieht bequem aus. Super bequem, total angenehm, sehr, sehr kuschelig mit diesem kuscheligen Bezug. Ein fetter Elektrogrill. Also das ist kein Elektrogrill. Gasgrill. Das sieht jedenfalls toll aus. Ich wollte jetzt, Gasgrill. Habt auch draußen Anschluss für den Elektrogrill? Nein, das ist kein Elektrogasgrill, genau. Ja. Deswegen, da draußen stand nämlich auch noch eine extra Gasflasche. Genau, hier ist übrigens Großteil der Räume ist mit ganz brandneuen Arçelik Elektroinverter, Klimaanlagen, die haben wir auch, aber von Beko, das ist die Tochterfirma. Und ihr seht hier, das seht ihr auch an ein paar anderen Räumen, die sind brandneu. Ich glaube, die sind noch nicht mal richtig benutzt worden. Wahrscheinlich nicht. Nee. Genau, und ihr habt ja noch einen Fernseher dabei, auch von Arçelik. Also hat jemand darauf geachtet, dass es wirklich gut zusammenpasst. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf den ersten Balkon raus, genau. Weil wir haben hier wahrscheinlich eine 7-Zimmer-Wohnung, wenn man das dementsprechend macht. Und ganz viele Stauraummöglichkeiten. Also das ist eine Wohnung, die ist größer als manche Villa. Und ihr seid hier in Kestel direkt am Meer, in der ersten Reihe eigentlich, aber ein Stückchen weg. Wir zeigen es euch gleich mal. Da ist die große Hauptstraße, aber sie ist nicht so laut, dass sie so stört. Und ihr könnt aber zu Fuß innerhalb von einer Minute am Meer sein. Seid ganz schnell in der Stadt. Ihr habt hier auch überall Parkplätze auf dem Gelände. Jetzt gehen wir mal raus. So, jetzt kommen wir auf den ersten Balkon hier im unteren Bereich. Hier auch von Sette, wem das was sagt, hochwertige Gartenmöbel hier für den Balkon. Da sitzt der Ali, der dreht auch gleich. Jetzt machst du doch wieder Quatsch. Du wolltest doch keinen Quatsch mehr machen. Stimmt, ja, doch. Ich bin noch ein bezahltes Model heute. Ja, genau. Hier sieht man, da habt ihr direkt Strandblick. Natürlich ist da die D400, aber es ist noch ein bisschen ein anderes Gebäude davor. Das heißt, innen hört ihr es nicht. Hier auf dem Balkon hört man es natürlich. Ja. Da drüben ist auch gleich der Strand und auch ein Spielplatz, falls ihr mit Kindern hier einzieht. Und hier sind halt auch alle möglichen Einkaufsmöglichkeiten in der näheren Umgebung. Genau, bevor wir weiter reingehen, hier oben hat man das Gebirge, also man hat sowohl hier die Berge im Blick als auch das Meer. Jetzt haben wir natürlich gerade Hauptverkehrszeit, also lauter als jetzt wird es nicht. Ist schon laut, muss man mögen, aber dafür habt ihr halt die direkte Strandlage. Könnt viel öfter noch an den Strand. Ja. Und die Sachen am Strand sind halt eigentlich viel, viel teurer. Und das ist ein sehr günstiger Preis für diese Wohnung. Ja. Weil sie eben einfach auch so riesengroß ist. Ja. Genau, hier haben die jetzt nochmal unten auch unter der Treppe noch mal was gemacht. Das kann man natürlich anders machen, wenn man das möchte. Ich kenne auch Leute, die haben da hier ein Büro eingerichtet. Kann man machen, wie man möchte. Das bleibt einem ja dann selbst überlassen. Wir haben hier unten ein Schlafzimmer. Das kann man eben als Schlafzimmer nutzen, als Gästezimmer, als Büro. Das bleibt euch ja dann selbst überlassen, was ihr mit den einzelnen Zimmern macht. Aber es sind eben auch schon sehr schöne, hochwertige Möbel drin. Ein Bett und ein Schrank, eine Kommode. Ja. Und da muss ich jetzt doch mal reingucken. Da bin ich jetzt neugierig, weil ich ja immer nach Kommoden geguckt habe. Ja, siehst du. Sowas hätte ich gesucht. Ja, und also man hört hier tatsächlich, man hört natürlich ein bisschen die Straße, aber ja, nicht wirklich doll. Also jetzt fährt gerade ein Laster vorbei, den hört man jetzt ein bisschen, aber es geht. Ja, genau. Also das muss man halt wissen. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Genau. Dann sieht man mal, wie groß das Zimmer ist. Also kein so kleines Zimmer. Es ist ein normales Zimmer. Ich meine, man muss bedenken, da steht ein riesen Schrank, ein riesen Bett und noch eine Kommode drin. Ne? Und hier sieht man das mit den Klimaanlagen, dass die noch nicht benutzt sind. Die ist noch komplett verklebt. Also es sieht auch alles so aus, als wäre das noch nicht wirklich benutzt worden. Genau. Ne? Wir haben auch teilweise noch keine Lampen an der Decke. Also das bedeutet, ja, das ist fast schon wie Erstbezug. Ne? Ja. Also das ist schon fett. Ja, ja. Ja. Dann hat man hier unten direkt auch ein Bad, was ich natürlich wichtig finde, dass man da unten ein Bad hat. Erstmal, um sich direkt Hände waschen zu können, wenn man reinkommt. Aber auch natürlich, dass wenn man unten im Wohnzimmer ist oder wenn eben man unten schläft, dass man hier unten ein Bad hat mit Dusche und Waschbecken und allem, was man halt braucht in einem Bad. Auch gar nicht so klein. Ich gehe mal hier. Große Dusche, ja. Also ich gehe mal hier in die Dusche rein. Also die ist groß, die ist so groß wie unsere. Kann man sich, also kann man die Kinder und die Hunde direkt abduschen, wenn man vom Strand nach Hause kommt, kann man sofort rein und alles abduschen und fertig, ja. Genau. Weil das ist immer, wenn die Dusche zu klein ist, kann man ja nicht zu zweit rein. Und gerade wenn man Kinder oder Tiere hat, dann das war jetzt das untere Stockwerk, ist eine Duplex-Wohnung. Die geht über zwei Stockwerke. Wir haben hier eine Treppe, mit der geht man hier hoch. Die Alexandra geht mal vor. Schön, dass du barfuß bist, das sieht sehr sexy aus.
Hier sieht man auch, hier könnte man noch eine Lampe aufhängen, wenn man möchte. Und jetzt sind wir auf dem oberen Stockwerk. Genau, da haben wir im Prinzip jetzt hier in dem Bereich, fangen wir mal dann auf der Seite an, da haben wir wieder das gleiche Bad mit der gleichen Dusche, gleich aufgebaut. Hier hängt der Durchlauferhitzer. Ja, das ist auch gut, dass der hier oben einer hängt. Da muss man nicht mehr so ewig warten, bis man warmes Wasser hat. Genau, also auch ein schönes, großes Bad, geschmackvolle Badmöbel auch, ja. Genau. Und jetzt seht ihr hier, vielleicht gehen wir erstmal nur in den Flur kurz mal lang. Gut, also dann habt ihr einen riesigen Flur. Ja, da kann man zum Beispiel halt auch nochmal was hinstellen, muss man aber gar nicht, weil ihr habt so viele Räume, da wisst ihr gar nicht, wo ihr den ganzen Kram hinstellen sollt. Genau, ich würde jetzt da anfangen. Genau, das wollte ich nämlich auch machen. Ich wollte nur zeigen, also wenn ihr viele Schränke aufstellen wollt, unten in dem Vorraum hier, Wahnsinn, also, ja, ihr könnt euren ganzen Krempel mitbringen. Hier haben wir im Prinzip nochmal das gleiche Schlafzimmer, was wir eben unten hatten. Da sieht man, ist ein bisschen mehr Platz, weil die Kommode nicht da ist. Hier ist aber auch schon ein Schrank drin, auch schon ein Bett. Und ja, hier habt ihr eben auch nochmal einen schönen Ausblick in die Berge. Und da, von hier aus kann man sogar schon ein bisschen auf die Terrasse lunsen. Ja, und könnt hier halt auch aufs Meer gucken. Und ja, wie gesagt, die Straße ist da, die wird auch bleiben. Genau, und hier ist jetzt zum Beispiel noch keine Klimaanlage, weil ja, die Leute, die hier drin sind, waren, die sind wahrscheinlich nicht so viele Personen und die haben wahrscheinlich nur in die Räume Klimaanlage. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Raum. Ja, der ist sehr interessant. Weil ganz kurz, bevor wir reingehen, hier ist eine Tür und hier ist eine Tür. Das muss man jetzt erstmal beachten, jetzt gehe ich hier rein. Genau. Warum hat dieser Raum zwei Türen? Weil wir denken uns, da war wahrscheinlich mal eine Wand, weil hier ist noch ein Stützpfeiler, der ist auch nicht verkleidet. Das heißt, den kann man auch nicht wegmachen, das ist ein tragendes Ding. Aber ihr könnt den natürlich verkleiden mit Holz oder was weiß ich was. Das kostet hier aber wahrscheinlich auch nicht so viel. Nein. Dann habt ihr einen riesengroßen Raum. Oder ihr könnt sagen, okay, wir machen den Raum wieder in zwei Räume. Ne? Dann habt ihr noch, also dann habt ihr zwei Räume anstatt einen Raum. Hier ist es jetzt so genutzt worden, dass das halt ja, die Terrassenmöbel und ja, hier nochmal so als zweites Wohnzimmer. Ja? Aber wie gesagt, das kann man also euch dann überlassen, wie ihr das gestaltet. Ja, das sind wahrscheinlich die Möbel, die eigentlich draußen auf die Terrasse gehören, nehme ich jetzt mal an. Genau. Und hier oben ist eben auch noch eine Terrasse. Das ist so die Sonnenterrasse. Ja, hier natürlich kann man wieder direkt hier auch aufs Meer gucken. Ja, da sieht man jetzt auch den Spielplatz da unten, dass da direkt ein Spielplatz ist. Und ja, eben auch ja, direkt der Zugang zum Meer. Genau. Und die Terrasse ist auch wirklich sehr groß, wie man sieht. Also wenn ich jetzt hier rüber gehe, ja, kann man, und hier ist auch ein Wasseranschluss, auch hier oben. Und ja, da kann man halt schön seine Sonnenliege, die da drinnen auch schon steht, hier rausstellen und sich schön sonnen. Und genau, in die Berge gucken und aufs Meer gucken. Hier ist der besagte Wasseranschluss und hier hängt zum Beispiel eine der Klimaanlagen. Ja. Hier sieht man auch einen der Pools. Ich glaube, es sind zwei Pools, hat unser Hausmeister gerade gesagt. Ja, habe ich auch so verstanden. Aber ja. Hier ist auch noch eine Steckdose. Genau. Also das hat halt immer so seine Vor- und Nachteile mit der Straße. Ne? Also man hört sie schon, aber man ist halt auch, wenn man da unten am Strand ist, da hört man die Straßenverkehr nicht. Also wenn man runtergeht, ist es halt, ja, da unten ist es total gut. Hier oben hört man es halt schon auf dem Balkon. Ne? Ja. Ja, aber dafür ist man halt direkt am Strand. Es gibt Leute, die kommen aus der Stadt, die sagen so, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, ich höre das überhaupt nicht. Ja. Ja. Das ist halt unterschiedlich. Wir sind da eher ein bisschen empfindlicher, aber gut. Genau. Hier oben ist auch nochmal ein Bad, was jetzt eine Eckdusche hat, also die jetzt nicht ganz so groß ist, aber immer noch groß genug, dass sich auch ein großer, breitschultriger Mann darin duschen kann, ja, ohne in Bedrängnis zu kommen. Das ist ein 90er oder sogar eine Meter. Ich glaube, es ist eine Meterdusche sogar. Würde ich auch sagen. Ja. Und also auch genug Platz, um sich da drin zu drehen. Genau. Und hier hat man entweder ein tolles Ankleidezimmer oder man macht ein Büro rein oder ein kleines Schlafzimmer oder eine Schlafcouch rein oder so. Also hier ist ein Einbauschrank drin, der ist, kann man als Stauraum nutzen und dann kann man sich hier hinten immer noch einen kleinen Schreibtisch hinstellen, Eckschreibtisch oder wie auch immer und ein kleines Büro. Oft ist es ja so, dass man gar nicht so ein riesiges Büro braucht. Man braucht mal einen Schreibtisch und einen Computerstellplatz und ja, hier ist auch ein Heizstrahler mit drin für den Winter. Ja. Kann man natürlich sehr, sehr gut auch mit diesem neuen
Klimaanlagen machen. Genau, haben wir das jetzt geht so auch gemacht. Sehr gut. Genau. Ja, und wie gesagt, das ist halt ein riesengroßer Raum, der eben zweiteilbar ist. Deswegen sind wir nicht so ganz sicher, ist es eine 5 plus 1, ist es eine 6 plus 1. Wenn man den Raum noch dazu rechnet, ist es vielleicht sogar eine 7 plus 1. Ja. Also es ist wirklich ein riesengroßer Raum. Ach, wir sind ja noch nicht fertig. Nee, wir sind noch nicht fertig. Genau, weil hier habt ihr nämlich einen Raum, den ihr wirklich extra nutzen könnt, wo die Waschmaschine steht. Da könnt ihr auch noch einen Trockner dazu stellen. Da kann man sogar hier einen Wäscheständer aufstellen, ohne dass er euch im Weg rumsteht. Kann seine dreckige Wäsche alles, es kann alles da rein, da kann man auch sogar noch mal einen Koffer reinstellen oder was weiß ich was. Ja. Also da ist wirklich genug Platz, um seinen ganzen Haushaltskram reinzustellen. Und dann haben wir hier noch das letzte Zimmer. Hier würde ich mein Schlafzimmer hinmachen, hier ist es nämlich total leise. Hier ist es wirklich richtig still. Ja, hier ist leise. Hier sind wir nämlich jetzt hinter den Gebäuden im Innenhof sozusagen und hier könnte man dann nachts auch super gut Fenster auflassen. Genau. Oder hier ist auch ein Anschluss natürlich für eine Klimaanlage. Genau. Und groß genug ist er auch. Also ich gehe mal in die Ecke. Ein Bügelbrett für Leute, die bügeln wollen. Die keine anderen Hobbys haben. Nee, sorry. Ich hasse Bügeln. Nee, aber hier ist es auch so, hier hat man jetzt tendenziell den wenigsten Ausblick. Es ist der ruhigste Raum und wahrscheinlich auch am Morgen wird es hier nicht so schnell, weil es jetzt hier nach Südwesten geht. Ne? Nach Südwesten, ja genau. Hier ist es tendenziell dann auch morgens noch am kühlsten. So, was kostet denn jetzt diese riesige 220 Quadratmeter große Wohnung? 220 sind natürlich 220, aber sie ist einfach riesig durch diese vielen Zimmer. 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 1, das ist jetzt ein bisschen euch überlassen. Ja? Was kostet die? Die soll 339.000 Euro kosten. Und kriegt ihr alles, was ihr hier gesehen habt, halt inklusive. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Die ist wirklich schön eingerichtet mit hochwertigen Möbeln und Interieur. Genau, das ist ein Video für unseren Freund Ali, der ist der Makler, der vermittelt euch die Wohnung. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch. Die Adresse, die Telefonnummer, die steht unter dem Video. Und jetzt zeigen wir euch nochmal den Rest von dem Komplex. Ja, wir sind jetzt im Fahrstuhl. Sehr schick. Ein bisschen 80er-Style. Ja, aber ganz neu. Ne? Glitter. Ja, klar ist der neu, der ist nicht aus den 80ern. Um Gottes Willen, das sieht so ein bisschen retro aus. Ich mag das ja ganz gerne. Ja, ich stehe auf die 80er. Aber eine gute Lüftung drin, schön kühl und leise ist er, ja? Ja. Wir haben mich eben gerade gar nicht gehört. 10 Personen passen hier offiziell rein. Ja, das ist gut. Ja, genau. Offiziell. Du bist türkisch. Türkisch. Ja gut, jetzt kommen wir hier. Also wenn ihr, da habt ihr den Eingang und ihr könnt im Prinzip direkt geradeaus durchgehen in den Social Area Bereich. Und dann hat man hier auf der rechten Seite, hat man hier Toiletten, Duschen, Umkleiden wahrscheinlich und die Sauna, die natürlich nur im Winter läuft. Im Sommer macht das hier keinen Sinn. Ein Fitness, lass uns ruhig mal reingehen kurz ins Fitnessstudio. Und hier im Fitnessstudio ein Laufband, was auch funktionieren müsste, weil der Magnet da ist. So eine Pumpmaschine, die steht bei uns in der Anlage auch. Ein kleines Laufband, zwei Laufbänder sogar und ein Fahrrad, Elliptical Bike ist das, glaube ich. Genau, ja. Und da hinten ist noch ein Mini-Stepper. Genau. Ja. Und was aber gut ist, auf jeden Fall, du hast hier einen Spiegel. Wenn du gewisse Übungen machst und willst dich dabei kontrollieren, ob du das richtig machst, ist gut. Da drüben ist auch noch ein Spiegel, das ist auf jeden Fall toll. Und schöne große Fenster, dass du alle ordentlich auch durchlüften kannst, weil eine Klimaanlage hängt hier nicht. Das aber ist es ist im Unteren, es ist im Gartenbereich, da wird es auch nicht ganz so heiß. So, und dann kommt man hier in den Indoor-Pool-Bereich mit einer Tischtennisplatte, steht hier auch. Genau, und dann kann man mal sagen, das Eidat liegt im Moment bei 600 türkischen Lira. Das ist zum momentanen Umrechnungskurs so knapp unter 30 Euro. So, und wir haben draußen auch noch einen Gartenbereich mit einem kleinen Spielplatz. Das sind zwei Schaukeln und eine Rutsche. Und eine schöne Pagode, oder wie heißt denn das? Ich weiß es gar nicht. Pergola, nee, keine Ahnung. Also jedenfalls könnt ihr da draußen schön sitzen und grillen mit eurer Familie. Genau. So, jetzt gucken wir mal nach den Außenpools. Ja, wir sind jetzt hier im Außenbereich, im Poolbereich mit einem sehr großen Kinderpool, was für mich immer wichtig ist, weil ich noch so klein bin, und einem riesengroßen Erwachsenenpool, der auch ordentlich tief ist, würde ich mal denken. Ja, doch, sieht sehr tief aus. Und also da kann man ordentlich Bahnen schwimmen, Spaß haben, planschen und sich danach hier schön entweder in die Sonne oder in den Schatten, was ich auch immer gut finde, wenn es beides gibt, legen und ein bisschen relaxen. Unser Freund Ali, der hat ja auch noch ein Video gemacht über diese Wohnung. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Der Lars verlinkt das mal. Und wenn euch die Wohnung interessiert, dann kontaktiert den Ali gerne. Und dann wünschen wir euch viel Spaß hier.
Sausage Gerd. 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 Sausage G